herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein kleines Wir packen ein und sortieren aus Video für euch in meiner Küche. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Ja, ihr Lieben, ich habe euch das auf Insta schon erklärt. Ich ziehe im Dezember nochmal um und werde ja dann ein Baby haben und ich werde wenig Zeit haben, um Sachen zu packen. Deswegen mache ich das jetzt schon mal. Alle Sachen, die ich bis Dezember nicht brauche, packe ich jetzt ein. Und ich dachte, ich nehme euch dabei ein bisschen mit. Vielleicht interessiert euch das ja. Aber ich muss mich hinsetzen, weil gefühlt kann ich gar nichts mehr. So, hier unten habe ich alle meine, Backformeln drin. Da kriege ich gar nicht alle raus. Als erstes habe ich hier diese, die ist einfach wie so ein Blech. Die werde ich bestimmt noch brauchen, weil da mache ich immer meinen Zitronenkuchen drin. Zitronenkuchen ist übrigens mein Lieblingskuchen. Dann habe ich hier einmal eine Google-Form. Die habe ich scheinbar, habe ich die zweimal. Naja, die werde ich noch hier lassen. Und die packe ich mal ein. Zusammen mit einer von denen, davon habe ich nur zwei. Ich glaube, die gehört da auch so rein. Das ist, glaube ich, so ein 2-in-1-Ding. Das packe ich jedenfalls ein. So eine werde ich noch hier lassen. Und so eine werde ich noch hier lassen. So, dann habe ich hier Darth Vader, ne, für kleine Muffins. Ich bin ein großer Star Wars Fan. Wenn ihr es noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. Dann haben wir hier Muffinförmchen. Mache ich Muffins noch bis dahin? Weiß ich nicht, aber ich habe da noch eine Muffinform. Also die kann dann bleiben und die hier bleibt und die oben packe ich dann. So, gehen wir eine Etage weiter nach oben. Da haben wir meine Backsachen quasi, also Zubehör. Da, hier ist meine Küchenwaage, die brauche ich auf jeden Fall noch. Dann ist hier der Puderzucker gedünnt. Den werde ich aber aussortieren, weil ich habe einen aus Plastik. Und der hier nervt mich tierisch, weil der setzt sich immer fest. Ne? Dadurch, dass er irgendwie aus Metall ist, keine Ahnung. Nervt mich jedenfalls, deswegen... Den werde ich aussortieren. Hier habe ich noch eine Keksdose. Wo ist denn das Teil? Das ist die Keksdose. Die werde ich erst im Winter wieder brauchen. Also die packe ich ein. Dann habe ich hier ein Sieb. Brauche ich zum Kuchenbacken. Deswegen wird das auch noch bei mir bleiben. Dann habe ich hier mal eine Backspritze. Oh. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr bis Dezember. Ja, ich denke, die werde ich nicht mehr bis Dezember brauchen, deswegen kann ich sie erstmal einpacken. Plus die Zubehördinger. Erstmal hier wieder zuschrauben. Hier sind meine Muffin, wie auch immer die heißen, Formen. Brauche ich vielleicht auch noch. Hier ist eine Form für Pralinen, die brauche ich nicht mehr bis Dezember, denke ich. Das sind meine Kuchen-Fertigstäbchen, also meine Schaschlikspieße, aber ich benutze sie dafür. Genau. Dann habe ich hier noch eine Tülle. Die brauche ich alle erstmal nicht mehr. Ich tue mal irgendwas hier auf die Backspritze drauf. So. Oh, wisst ihr was, das will ich mal in eine Tüte tun. Hier irgendwo ist eine Tüte. Theoretisch. Könnt ihr auch einfach aufstehen, ne? Aber oh, ich möchte, ich muss aufstehen. So. Ja, ich nehme mir hier jetzt mal so einen Gefrierbeutel und tue da diese ganzen Aufsätze rein. So, habe ich hier noch einen wiederverwendbaren Spritzbeutel, den brauche ich glaube ich auch nicht. Bis Dezember, das gehört zu meiner KitchenAid, das brauche ich, das kommt aber woanders. Ein Kuchenschaber. Und nochmal so ein Ding. So, meine ganzen Keksausstecher werde ich wohl auch nicht mehr vor Dezember brauchen. Aber ich werde da einmal durchsortieren, ob ich da doppelte habe.
Meine ganzen Keksbestecher habe ich hier in dieser Box. Ich weiß gar nicht, wo ich die immer her hatte. Ich glaube Timo, nicht Timo, wie heißen die? Ja, da habe ich erstmal so große, die finde ich auch ganz gut. Da mache ich immer Lebkuchen mit, tatsächlich. Ja, die großen werden hier auf jeden Fall bleiben. Die sind auch ganz praktisch für Lebkuchen. Genauso wie diese hier. Hier ist noch eine große Schneeflocke. Hier als Hamburger, ne, die Elbphilharmonie. Hier der Wasserträger von Hamburg. Und das Hamburger Wappen. Ne, als Hamburger muss man auch Hamburger Ausstecher haben, dachte ich. Das ist eine Zuckerstange. Also das M brauche ich nicht mehr, das war für meinen Ex-Mann. Ich glaube, ihr wisst das. Ne? Und brauche ich nicht. Dann habe ich hier noch einen Minion-Ausstecher. Jetzt nochmal die Schneeflocke. Hier ist noch der Hund. So, dann werde ich mir die anderen mal wieder angucken, was das so ist. Also ich brauche keine zwei Rentiere, deswegen werde ich dieses kleine behalten und das große hier weg. Ich habe auch super viele Herzen. Keine so viele Herzen. Hier ist noch Hello Kitty, die bleibt natürlich auch. Ja, das Flugzeug auch. Ich brauche auch mal andere. Ne? Ich backe ja nicht nur im Winter und ich behalte dieses Herz, das finde ich schöner. Das andere kommt dann auch weg. Pilz finde ich immer doof. Ich weiß nicht, wofür Pilze sind. So ein runde Ausstecher sind mal ganz sinnvoll. Hier ist noch ein Handschuh, der ist ganz cool. Eine kleine Schneeflocke. Ja. Glocken und Engel bin ich jetzt nicht so für. Ich hasse Schmetterlinge, deswegen geht Schmetterling auch weg. Hier sind noch Sterne, den finde ich immer zu klein. Den werde ich dann behalten. So. Ein Tannenbaum ist auch immer gut. Bonbon ist auch gut. Schneeflocke ist auch gut. Den habe ich doppelt. Ja, Schneemann-Teddy und der Rest ab. So, ich stelle mich mal wieder hin. Hier oben werde ich eigentlich kaum was aussortieren müssen, weil hier sind eigentlich nur Folien drin und Backpapier und so. Obwohl doch diese Strohhalme werde ich vielleicht nicht mehr bis Dezember brauchen. Ja, ich habe Plastikstrohhalme gehortet. Ah ja, genau. Warum habe ich so viel Backpapier hier? Ja, hier ist noch mein Ausrollgedöns. Das kann weg. Ja, das tue ich eine Etage tiefer, weil da sind noch ein paar Sachen drin. So, dann habe ich hier oben Geräte stehen. Ich glaube, ihr seht das. Da habe ich noch mein Kontaktgrill. Den werde ich bestimmt noch brauchen. Dann habe ich hier mein Sandwichmesser. Der ist im Regengebrauch. Die hier wollte ich ja einpacken, das ist meine zweite Muffinform. So, dann habe ich hier mein Waffeleisen, das benutze ich auch recht oft. So, dann habe ich hier eine Anleitung vom Waffeleisen, tue ich da mal rein. Dann habe ich hier einen Mixer, den brauche ich wahrscheinlich erstmal nicht, den muss ich aber gleich ein bisschen einpacken. Das ist das Unterteil vom Mixer, das kann da rein. Dann ist hier mein Milchaufschäumer, den benutze ich im Moment tatsächlich gar nicht. Und theoretisch würde ich auch den Toaster nicht bis Dezember benutzen. Aber ich denke, mein Freund wird den noch benutzen wollen, deswegen lasse ich den noch dort. Diesen Schrank habe ich übrigens mal bei Amazon bestellt, wenn das jemanden interessiert. Fand ich ganz praktisch, diesen Schrank. So. Tada, dann haben wir das schon mal. Dann gehen wir hier gleich rüber. Da ist auch noch voll. Aber erstmal hole ich jetzt ein bisschen Papier für den Mixer. So, weiter geht's. Entschuldigung, ihr müsst jetzt die ganze Zeit hier meinen Dickbauch ertragen. Das hier ist meine Zitronenpresse. Die brauche ich für meinen Zitronenkuchen logischerweise. Die werde ich jetzt aber mal zu den anderen Geräten hinstellen. Passt der jetzt wieder dahin. So,
So, dann habe ich hier diese Schalen, da drin schmelze ich immer Kuvertüre, da brauche ich aber im Moment nur eine eigentlich. Die tue ich gerne aber auch zwei Backsachen. Dann habe ich hier eine Thermoskanne, die werde ich wahrscheinlich auch nicht brauchen erstmal. So, dann habe ich hier Mehl, Mehl brauche ich. Da muss ich auch mal gucken. Das ist jetzt von meinem Freund. Ja, keine Ahnung, das ist Maismehl, glaube ich, ist aber aus Rumänien. Aber ist irgendwie so ein Maismehl-Zeugs. Brauche ich hier Zucker, brauche ich auch. Also da oben könnte ich mal auswischen. So. Dann habe ich hier Puderzucker und Kakao, das brauche ich eigentlich immer. Ich kann mal gucken, eben, ob der Kakao noch gut ist. Ja, ist er noch. Dann habe ich hier noch Zucker. Dann habe ich hier Maismehl. Das müsste abgelaufen sein. Ich habe auch keine Lust, ja genau. Ich habe keine Lust, die abgelaufenen Sachen jetzt hier zu behalten. Dann habe ich hier Sonnenblumenkerne. Laufen die auch irgendwann ab? Oh ja, sind auch abgelaufen. Gut, und dann was haben wir hier noch? Leinsamen. Sind auch abgelaufen. So, und dann habe ich hier noch braunen Zucker. Brauche ich auch zwischendurch. Ich mache auch gerne diese Half-Bag-Cookies. Kennt ihr bestimmt. Und da brauche ich immer braunen Zucker für. Na, guck mal, wie kann ich die Getränke hier auch reinstellen? Hier habe ich nämlich von More. Einmal diesen Sirup. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Genau, und dann stelle ich mal meine Getränke hier oben rein. Hier habe ich hier Water Drop in allen möglichen Ausführungen. Hier habe ich zum Beispiel Focus. So, das stellen wir mal da oben rein. Irgendwie gibt es hier nicht wirklich Licht. Müsst ihr mir legen. Welche von SodaStream? Den liebe ich, ne? Also den kann ich euch total empfehlen. Der ist ohne Zucker. Aber der schmeckt richtig süß und richtig lecker. Also für Leckermäulchen, die trotzdem was Leckeres haben wollen, auch ohne Zucker, kann ich euch empfehlen. Dann habe ich hier von More Ice Coffee. Finde ich auch sehr cool. Stelle ich hier mit rein. So. Dann habe ich hier unten, achso, nee, ich stelle mal erstmal den Zucker hier wieder zurück. Zucker. Puderzucker, Kakao. Das ist schon angebrochen hier. Für Mehl brauche ich nochmal so ein Gedöns. Für Zucker habe ich ja schon so eins und für braunen Zucker auch. Aber für Mehl tatsächlich noch nicht. Muss ich mir mal besorgen. So, und dann das Zeug hier auch wieder rein. Dann habe ich hier unten eine Abteilung. Hier sind die ganzen Natron etc. Hier, ne? Diese Spekulatius gehört, das braucht kein Mensch eigentlich. Ich mache das nämlich immer selber. Läuft das ab irgendwann. Ich finde aber Gewürze und Packzutaten, ich bin eher der Meinung, dass das nicht abläuft. Das Einzige, was ich hier aussortieren würde, wenn das hier genau das abgelaufen, dieses Bonbon-Vanille-Extrakt, das finde ich dann nicht so schön. Aber der Rest, was so Zucker ist oder so, das sortiere ich auch nicht aus, weil meiner Meinung nach wird das einfach nicht schlecht. Also so Zucker, Mehl, Backpulver, sowas finde ich, wird einfach nicht schlecht. Genau. Eine ganze Packung mit allen möglichen Streuseln und so, da gehe ich gleich mal durch, dann nehme ich euch jetzt aber mal nicht mit. Gut. So. Und hier Zuckerschrift und so, sieht lecker aus, ne? Wenn die ausläuft da drin, ist immer wundervoll. Gucken wir auch gleich an. Da habe ich hier noch solche von Bolero. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Das sind auch Getränke. Kann ich auch empfehlen, aber ich brauche diesen Karton nicht. So, da habe ich hier noch Water Drops. Einmal Eistee Pfirsich, einmal Brombeere und einmal Eistee Zitrone. Dann habe ich hier nochmal Sirup.
Nee, es das heißt Juicy, ist was anderes, glaube ich. Ist Sherry Lemon, aber das scheint ähnlich zu sein wie das More. Hier ist so eine Packung, wo du diese Getränke reintun kannst. Aber eigentlich brauche ich das nicht. So, dann habe ich hier Clear Isolate. Benutze ich sowieso erst nach der Schwangerschaft wieder. Ist komplett verpackt. Deswegen kann das so weggepackt werden. Und die hier werde ich schweren Herzens mal wegtun müssen. Jetzt, die sind auch vom More. Das sind die Chunky Flavor. Also die sind komplett hart geworden. Mein Kater kommt, weil er denkt, das Gewürz zu essen. Und die sehen auch nicht mehr so schön aus hier. Deswegen müssen sie gleich weg. Aber würde ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen. Dafür habe ich aber hier Smacktastic. Das geht auch. Ist im Prinzip genauso. Kannst du in deinen Joghurt machen und so. Schmeckt dann gut und hat wenig Kalorien. Ja, so. Wie ihr hört, ich bin immer schwer außer Atem, wenn ich mich auch nur ein bisschen bewege. Aber ich sortiere es jetzt eben nochmal durch nach MHD und dann komme ich nochmal wieder. So, ja, das war die Schublade. Rutschen wir mal weiter. Hier habe ich noch eine Schublade. Da sind viel diese Flaschen und so drin. Ja, da schauen wir mal eben durch. Ich räume erstmal alles raus hier. Hier ist nochmal so ein Schutz von den Waterdrop-Flaschen. Ich habe aber derzeit gar keine aus Glas, sondern nur die. Und die braucht keinen Schutz, deswegen sortiere ich die aus. Genau, Brettchen brauche ich im Moment nicht so viele, deswegen diese eine kleine tue ich noch hier oben mit da stehen, damit eigentlich meine Brettchen. Sortieren wir mal durch, ne? Also, für den Sport brauche ich auf jeden Fall noch eine von diesen Flaschen. Jetzt muss ich mal einmal gucken, wo das Zubehör dafür ist. Hier schon mal der Deckel. Hier schon mal los. Hier schon mal dieser Deckel. So, und wo ist jetzt der Shaker-Aufsatz? Kein Mensch weiß es. Der von dieser Flasche. Das ist der Deckel von dieser Flasche. Ich brauche die Shaker gerade nicht, weil normalerweise trinke ich da drin ja das Zeugs, was ich euch eben gezeigt habe. Aber das trinke ich ja im Moment nicht. Ah, hier ist der von dieser Flasche. Also kann die eigentlich auch weg, weil Proteinshakes nehme ich ja im Moment nicht zu mir. So, das ist die eine Flasche, das ist der Deckel von der zweiten. So, das sind diese zwei Shaker-Flaschen, die brauche ich im Moment auch nicht. So, dann habe ich hier Brotdosen. Ich
Ich mache bestimmt noch mal im Sommer so Picknick. Deswegen werde ich diese kleine und diese größere einmal behalten. Ja, ich bin erwachsen und da ist Disney drauf und da ist Benjamin Blümchen drauf. Aber hey, ich finde das gut. So, und die zwei, das damals in rosa, die dürfen wir erstmal weg. Dann habe ich hier ganz viele Plastikbecher. Einmal hier Star Wars, dann habe ich hier einmal Tivoli und einmal Rammstein, brauche ich im Moment auch nicht. Dann habe ich hier diese Joghurtbecher, die sind super praktisch. Die habe ich immer mitgenommen zur Arbeit, um halt Joghurt mitzunehmen. Aber wie gesagt, ich arbeite im Moment auch nicht. Deswegen werde ich die im Moment auch nicht brauchen. So, mein Thermoskannenbecher brauche ich im Moment auch nicht. So, das war schon mal schön. Jetzt nehme ich hier meinen Karton leer, voll, nicht leer. Schön wäre es. Ja, dieser Karton ist voll. So, aber ich wollte das jetzt umsortieren. Und zwar wollte ich da unten jetzt die Flaschen hinstellen, die ich habe. Die hier möchte ich aber im Moment nicht hier behalten, weil ich mag die tatsächlich nicht so gerne. Aber du darfst hier bleiben. Die habe ich bei Temu, glaube ich, bestellt. Die ist auch nicht ganz so qualitativ, aber naja. Für meine Zwecke reicht sie. Dann habe ich hier diese Flasche auch noch. Die ist auch okay. Aber ich passe ja gar nicht so rein. Dann lege ich die halt hin. Dann habe ich hier noch diese Flasche, die habe ich mal von Teddy. Die darf nicht in die Geschirrspüler. Sonst geht die nämlich ein. So, das ist diese. Und ja, zwei Sportflaschen habe ich irgendwo noch rumfliegen. Hier ist noch eine komplett neue Thermoskanne. Habe ich auch noch nicht benutzt. Die kann auch gleich weg, aber mein Karton ist gerade voll. Genau, auch die ganzen Dinger hier, die werde ich da oben in den Schrank sortieren. Ich werde mal kurz gucken, dieser Deckel hier hat nämlich einen Sprung. Dieser ist, glaube ich, noch heil. Da kommt der in den Müll. Und der kommt da drauf. Ja, ich habe mir die irgendwann, das sind diese Lock and Clock oder Lock and Lock oder wie auch immer, habe ich mir irgendwann mal bei Penny geholt. Da gab es so ein großes Set. Jetzt habe ich fast nur noch diese. Ich bin da ganz zufrieden eigentlich mit. Kann ich euch empfehlen, aber tut die nicht in Geschirrspüler oder nicht so oft, weil dann passen diese ganzen Deckel nicht mehr. Habe ich mich jetzt das Problem mit meinen, dass diese Deckel alle nicht mehr passen wollen. Das ist ein bisschen belastend. Hier sind nur Strohhalme drin, ist ja witzig. Und diese Tücher, die ausgetrocknet sind. Die Strohhalme tue ich hier mit rein. Warum habe ich denn hier so viel Pulli überall gewesen? Okay, du bist leer. Was tue ich denn da jetzt mal rein? Ich tue da jetzt mal die Topflappen rein. Da habe ich hier oben noch eine Schublade. Hier sind die Sachen drin, also das werde ich nicht brauchen. Und ich brauche, das gehört zu meinem Slushy Maker. Aber den Rest werde ich zum Kochen brauchen. Ich zeige euch das mal kurz so. Ja. Nö, ne, da ist halt Pürierstab und so weiter und so fort drin. Das brauche ich dann noch. Da unten sind Schüsseln drin. Wow, ich mache jetzt nur noch die Schüsseln, glaube ich, und dann mache ich hier erstmal Stopp, weil sehr viel mehr kann ich dann eh nicht mehr einpacken. Bin ich ziemlich sicher. So. Wir haben hier als erstes so eine Box. Die brauche ich tatsächlich nicht mehr, denke ich. Dann habe ich hier mein Sieb.
Meine Pizzateller werde ich brauchen. Aber meine Pastateller wahrscheinlich erstmal nicht. Das heißt, die könnten eingepackt werden. Da muss ich aber noch was holen zum Einpacken. Das hier sind diese ganzen Deckelgedöns und so für die ganzen, ne, ihr wisst schon, Rührschüsseln und so brauche ich aber nicht erstmal. So, hier oben ist schon mal wieder leer. Dann habe ich hier unten ein Schälchen. Hier sind meine ganzen KitchenAid-Aufsätze, die werde ich brauchen. Okay, was auch immer mit dieser Schüssel passiert ist, ich versuche sie noch sauber zu kriegen. Wenn nicht, wandert sie im Müll. So, dann habe ich hier die Aufsätze für meine KitchenAid, aber zum Saft auspressen, das werde ich erstmal nicht nutzen wahrscheinlich. Da habe ich jetzt zwei kleine Schüsseln. Die hier ist von meiner KitchenAid, die brauche ich auf jeden Fall. Da tue ich mal die Aufsätze rein. Hier sind noch mehr von diesen Deckelgedöns, die brauche ich nicht. Zwei Melaninschüsseln und eine große Schüssel. Ja, Schüsseln brauche ich immer recht viele. So, zack, zack, zack. So, und das war es jetzt auch damit. Ja, wie gesagt, der Rest ist eigentlich auch nur noch Geschirr. Und ja, genau. Das werde ich dann nach und nach gucken, aber das war mein kleines, wir packen meinen Haushalt quasi ein Stück ein und sortieren ein bisschen aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war ein ganz kleiner Einblick, aber ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn das so ist, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne Kommentare, da freue ich mich immer sehr. Und dann würde ich sagen, der hier ist übrigens auch am Start, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.